Hier ist die Annette Radek Show. Menschen bei Annette. Am Freitag ist ja bundesweiter Vorlesetag. Dazu finden die ganze Woche überall Aktionen statt, auch bei uns. Wir feiern nämlich heute unseren eigenen Vorlesetag. Dazu bei mir passend, ja, der renommierte Hirnforscher Professor Dr. Gerald Hüther. Guten Morgen, Gerald. Grüße dich. Guten Morgen, Annette. Finde ich toll, dass du dich oder dass sich der Sender auch mit diesem Thema Lesen befasst. Ja. Weil das ja etwas ist, was immer mehr in Hinterhand gerät. Und wenn Kinder nicht mehr lesen, wird es schwierig. Darüber würde ich gerne mich mit dir ein bisschen unterhalten. Sind die Eltern denn mittlerweile auch zu faul, weil sie eher auch an Social Media hängen, an den Handys, am PC, um abends noch vorzulesen? Oder woran liegt das hauptsächlich? Der Hirnforscher sagt nicht, die sind zu faul, sondern es ist ihnen nicht wichtig genug. Wenn einem etwas wirklich wichtig ist, dann macht man das auch, auch wenn man meint, man hätte dafür keine Zeit. Und Tatsache ist wohl offenbar, dass es da mit Hilfe dieser digitalen Geräte bestimmte Bedürfnisse gibt, die man damit ganz ausgezeichnet stillen kann. Das ist auch relativ einfach. Das sind ja zwei Grundbedürfnisse, mit denen wir rumlaufen. Das eine ist das Bedürfnis nach Verbundenheit. Das kannst du wunderbar, wenn du dich immer wieder meldest und sich andere melden. Und dann hast du das Gefühl, du gehörst mit dazu. Und das zweite Bedürfnis ist das nach eigenen Gestaltungsmöglichkeiten. Und auch da bieten diese digitalen Geräte doch eine ganze Menge Möglichkeiten, wo du dir zumindest einbilden kannst, du gestaltest irgendetwas. Und das macht das Ganze so attraktiv. Das geht eigentlich mit den digitalen Geräten in diesen virtuellen Welten fast besser als in der Realität. Und das sieht man dann auch. Da haben die Leute Schwierigkeiten, sich nochmal wirklich miteinander zu unterhalten, weil das mit diesen digitalen Geräten viel leichter geht. Und natürlich lesen, und das bedeutet ja, dass man das auch selber erstmal im eigenen Hirn verarbeiten muss, was man da liest. Man muss es in Kontext einpassen. Man muss sich auch vorstellen, was das alles sein soll. Man entwickelt gewissermaßen eigene innere Bilder für das Gelesene. Das ist nebenbei gesagt der Grund dafür, dass das dann auch so hängen bleibt im eigenen Gehirn. Aber es braucht eben ein bisschen Zeit, und wenn man anderes wichtiger findet, dann macht man das andere. Für uns Erwachsene ist es doch auch wichtig, dass wir noch am Tag mal ein paar Seiten lesen und nicht immer nur E-Mails, oder? Das ist klar, wäre das wichtig, aber du kannst ja nicht deshalb lesen, weil es wichtig ist, sondern zum Lesen findet ein Mensch nur dann, wenn er gerne liest. Und gerne lesen wird er nur dann, wenn er spürt, dass das Lesen ihm eine Bereicherung für sein Leben bringt. Und deshalb müssten wir eigentlich uns gegenseitig als Erwachsene immer mal auf etwas aufmerksam machen, was wir gelesen haben. Vielleicht können wir die anderen dann einladen, ermutigen, inspirieren, sich das auch mal anzuschauen. Und dann entdeckt man möglicherweise seine Leselust wieder. Und genauso ist es mit den Kindern und Jugendlichen. Da einladen heißt ja, ich nehme mein kleines Kind und fange schon ganz früh an, mit dem mir Bilder anzuschauen. Aber nicht, weil ich so ein guter Pädagoge bin, sondern weil ich das Kind mag. Ich habe ein unbedingtes Interesse an der Entfaltung dieses Kindes. Das ist übrigens die Definition von Liebe. Und aus dieser Liebe heraus zeige ich dem Kind, was ich alles schon meine gelernt zu haben. Und dazu gehört dann eben auch die Fähigkeit, etwas vorlesen zu können und das mit dem Kind dann auch noch gemeinsam besprechen zu können. Das sind so wichtige Erfahrungen, schaffen Verbundenheit und erweitern den Horizont auf eine viel tiefreichendere Weise, als es jemals ein digitales Gerät kann. Welche Störungen haben denn Kinder, den nicht vorgelesen wird, aus deiner Erfahrung? Das ist immer sehr unterschiedlich, was die Hirnforscher dann da antworten. Die am meisten würden wohl sagen, wenn die nicht lesen, dann erkennen die das Schriftbild nicht, und dann haben sie Schwierigkeiten mit der Orthographie, und dann erkennen sie auch sozusagen die Fehler nicht, die da in Rechtschreibung und Grammatik gemacht werden. Meine persönliche Meinung ist, wenn man nicht die Möglichkeit hat, sich lesend etwas zu erschließen, wird man keine Fantasie herausbilden. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Sobald ich ein fertiges Bild bekomme, und die Dinger haben ja alle dann auch Bildschirme, und auf den Bildschirmen passiert irgendetwas, und das Anschauen von Bildern ist etwas völlig anderes als das Erzeugen eines Bildes im eigenen Kopf, was dann immer geschieht, wenn ich etwas lese. Ich muss es mir vorstellen. So, und wenn ich nicht das mache und daran meine Freude habe, dann habe ich auch später im Leben keine Freude am sich etwas vorstellen. Das heißt mit anderen Worten Fantasie herausbilden. Und dann werden das ziemlich geistlose und fantasielose Erwachsene. Und davon gibt es ja jetzt schon genug.
was ist denn mit Hörbüchern? Also ich habe ja als Kind, habe ich auch gelesen, bin ja auch schon ein bisschen älter, aber ich habe natürlich auch Schallplatten gehört, wo die Geschichten vorgetragen worden sind. Was macht das? Ist das okay oder ist es nicht derselbe Wert wie Lesen? Also am allerschönsten ist, dass man es selber liest, wenn man kann. Mhm. Und davor kommt dann die Phase, wo man es erzählt bekommt von jemand. Ein Märchen erzählt bekommen ist schon was ganz anderes, als ein Märchen zu lesen oder vorgelesen zu bekommen. Mhm. Das ist nun in diesen Hörbüchern auch noch so perfekt vorgelesen, dass es dann auch keine richtige enge Verbindung zwischen dem Vorlesenden und dem Zuhörenden schafft. Und das ist, der Vorlesende ist dann sozusagen als Person gar nicht da, sondern man hört dessen Stimme und hört sich das an, und das ist meistens wirklich gut gemacht. Und noch schlimmer wird es dann, wenn das ganze Vorlesen dann auch noch durch Bilder ersetzt wird. Und das ist der Grund, wenn ich mir Harry Potter jetzt in der Verfilmung anschaue, finde ich das im Verhältnis zu dem, was ich damals empfunden habe, als ich es gelesen habe, empfinde ich diese Bilder irgendwie eine Zumutung. Mhm. Weil das macht mir meine ganze Fantasie kaputt, die ich mir damals doch beim Lesen aufgebaut hatte. Ich habe eine Vorstellung davon gehabt, wie das aussieht. Und die habe ich mir selbst gemacht. Und jetzt kriege ich die fertigen Bilder vorgesetzt. Manchen mag das gefallen, aber das würde ich sagen, wenn einem das gefällt, ist das schon ein Zeichen dafür, dass man einen Teil seiner eigenen kreativen Fantasie verloren hat. Was kannst du denn Eltern für Tipps geben, wie sie es richtig gut machen? Ganz früh anfangen, auch mit Bilderbüchern angucken. Und wie oft am Tag? Gibt es Regeln jeden Tag? Das würde dich jetzt überraschen und wahrscheinlich die Zuhörer auch. Man kann sich so viel Mühe geben, wie man will. Wenn man es nicht selber mag, wird es nichts. Ah, ja. Mhm. Wenn ich nur dem Kind etwas vorlese und dann mir die entsprechenden Ratschläge annehme und das dann so mache, damit das Kind etwas lernt, bin ich nicht beim Kind. Und ich bin auch nicht bei dem Gelesenen. Das heißt, irgendwie, erstens müsste man das Kind mögen, das braucht man gar nicht anfangen. Mhm. Und zweitens müsste man das Lesen und die Geschichten, die man liest, mögen. Und wenn das beides der Fall ist, wenn ich das Kind mag und wenn ich die Geschichten mag, die ich dem Kind erzähle oder ihm vorlese, dann ist es absolut sicher, dass das funktioniert. Wenn ich das Kind nicht mag, funktioniert eigentlich so gut wie nichts. Dann ist es eigentlich allein mit der Geschichte, weil es spürt nicht meine Nähe und auch mein Bemühen, ihm dabei zu helfen, das ist das, was ich da vorlese, auch alles versteht. Weil es ist ein Bemühen, was ich ja nur aus Zweckmäßigkeitsgründen dann aufbringe und nicht, weil ich das Kind mag. Es ist so ein ganz feiner Unterschied und doch macht der wahrscheinlich den wesentlichen Unterschied aus. Und deshalb wäre Tipps darf man sowieso niemandem geben, aber vielleicht könnten wir die einen oder anderen Erwachsenen, die Eltern einladen, ermutigen und inspirieren für sich selbst, den Zauber des Lesens und den Zauber von wundervollen Geschichten zu entdecken. Es mal einfach auszuprobieren und zu merken, man, das ist ja viel schöner, wenn ich das selber lese, als wenn ich mir das als Film angucke oder wenn ich es einfach nur als Hörbuch oder so mir einspielen lasse. Oh, das ist schön. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Hinweis. Habe ich mir eigentlich noch nie so drüber Gedanken gemacht, aber ich weiß, dass ich, als mein Sohn kleiner war, die Geschichten ja selber ausgewählt habe und mir dann natürlich automatisch was genommen habe, was mich auch interessiert. Da ich dachte, da habe ich jetzt Lust drauf. Und das ist dann der entscheidende Unterschied. Ja, die Kinder spüren das, dass der Erwachsene Freude daran hat. Und die werden nur das übernehmen, wo sie spüren, dass das dem Erwachsenen Freude macht. Und das ist für sie, dann merken sie, das ist dem wichtig. Und in einem positiven Sinne ist ihnen das wichtig. Und dann werden sie das auch selber wichtig finden und die Ohren weit aufmachen, gespannt sein, was da kommt, den Erwachsenen immer wieder anschauen, fragend, wenn sie merken, jetzt reißt der Faden. Und dann wird der Erwachsene, weil er ja präsent ist, sofort erstmal mit seinem Vorlesen aufhören oder mit seinen Geschichten erzählen und wird versuchen, dem Kind zu helfen, wieder reinzukommen in die Geschichte. Dann ist diese Vorlesezeit, wenn man sie so gestalten kann, so echt macht, auch diese wertvolle, achtsame Zeit am Tag, die man seinen Kindern schenken sollte. Ja, und es ist auch etwas, was die Verbundenheit mit dem Kind stärkt. Und da geht es nicht nur ums Lesen lernen. Nun sind ja die Handys überall, das digitale Zeitalter schreitet voran. Ab wann würdest du sagen, können Kinder Handys benutzen?
Ach, ich mache da einen sehr scharfen Schnitt und sage, diese digitalen Geräte sind Werkzeuge. So wie Rechenschieber, Hammer und Meißel. Und die Menschheit hat immer irgendwelche Werkzeuge erfunden, um sich irgendwas leichter zu machen. Und solange ein digitales Gerät als Werkzeug benutzt wird, habe ich kein Problem. Das Problem entsteht dann, wenn ich das digitale Gerät als Instrument, also in meiner Sprache heißt das, als Instrument zur Affektregulation benutze. Das heißt, wenn ich Langeweile habe und dann auf den Knopf drücke und dann geht sie weg, weil ich hier bespielt werde. Mhm. Oder wenn ich alleine bin und anstatt dann rauszugehen und meine Freundin zu besuchen, drücke ich da auf den Knopf. Wenn ich Frust habe, Wut habe, dann kann ich das mit Hilfe von so einem Gerät abarbeiten. Und ich frage oft vor allen Dingen Jungs, wenn die dann ihre Ballerspiele machen, frage ich, wann macht ihr denn das eigentlich? Sondern wenn wir aus der Schule kommen. Mhm. Ich sage, und warum? Ja, da haben wir so einen Frust, da müssen wir erstmal 2 Stunden rumballern, bis wir wieder dem Frust los sind. Das heißt, da wird das Gerät eingesetzt zur Affektregulation, damit das Kind sich sozusagen entweder dass bestimmte Bedürfnisse damit gestillt werden oder dass bestimmte Gefühle damit so weit kompensiert werden können, dass man das besser aushält. Und das ist immer falsch. Das führt immer dazu, dass man von dem Gerät abhängig wird, weil je öfter ich meine besonderen Zustände, also diese, sagen wir mal, auch unangenehmen Gefühle mit Hilfe von so einem Gerät kompensiere, lerne ich ja nicht, wie es geht. Also wie soll ich denn lernen, auf andere Menschen zuzugehen, wenn ich da einfach auf den Knopf drücken kann und kann sie mir hier auf mein Smartphone holen und wenn es mir nicht mehr passt, was die sagen, drücke ich wieder auf den Knopf, dann sind sie wieder weg. Das ist Affektregulation. Das Bedürfnis nach Verbundenheit liegt unten drunter und es wird ersatzweise befriedigt mit Hilfe dieser sozialen Medien. Das führt nicht dazu, dass man lebenskompetent wird. Es führt lediglich dazu, dass man davon abhängig wird. Und das ist immer die Benutzung eines digitalen Gerätes als Instrument zur Affektregulation. Und das ist schädlich vom ersten bis zum letzten Tag. Die Nutzung eines digitalen Gerätes als Werkzeug ist kein Problem, aber da sieht ja jeder ein, dass es ein dreijähriges oder manchmal auch ein fünfjähriges Kind noch kein Werkzeug braucht. Also dass die noch gar nicht in der Lage sind, die digitalen Geräte als Werkzeuge zu benutzen, um damit irgendetwas zu vollbringen. Was mir auffällt ist, das ist auch neu, glaube ich, dass viele Jugendliche nicht mehr telefonieren können. Die haben auch Angst, sage ich jetzt mal, so beim Arzt anzurufen, Termin zu machen. Das finde ich auffällig. Das gehört mit in den Bereich, wo sie auf andere zugehen müssen. Und zwar in einem Bereich, wo sie es nicht kontrollieren können. Also am Smartphone kann man das alles kontrollieren. Kann man den wegdrücken oder schreibt man irgendwas Blödes. Sprachnachrichten schicken ist ja auch einfacher. Das geht sehr schnell und dann kann man alles per Sprachnachricht erledigen. Selbst eine Trennung von der Partnerschaft, habe ich gehört, kann man auf die Art und Weise erledigen. Und das ist alles viel, viel einfacher. Und das Ergebnis davon ist, dass man es in der Realität dann auch wirklich nicht mehr kann. Wenn ich das nicht ab und zu mal praktisch draußen im lebendigen Leben mache und dem anderen sage, so geht das nicht. Und dass du tust mir weh mit dem, was du hier sagst. Und ich sehe dann die Betroffenheit in dem Gesicht des anderen. Dann werde ich mir nochmal überlegen, ob ich den wieder mit irgendeinem blöden Ausdruck da bezeichne. Dann hat man diese Rückmeldung. Und diese ganzen Rückmeldungen, wie das bei dem anderen ankommt und was es bewirkt, was ich da über meine digitalen Medien verschicke, diese ganzen Rückmeldungen fehlen. Und dadurch wird dann auch der Ton immer rauer und es gibt praktisch keine Bremse mehr. Krass. Im lebendigen Kontakt kommt die Bremse automatisch, indem ich sehe, dass der andere anfängt zu weinen, weil ich wehgetan habe. Das sieht man im Smartphone nicht. Guter Hinweis. Also müssen es Jugendliche wieder richtig konkret auch lernen, durch die Angst durch und dann mal rausgehen und das wagen. Ja, aber das Problem ist eben, man kommt nicht weiter, indem man es ihnen verbietet. Sondern es ist auch hier wieder so, man kann sie nur einladen, ermutigen und inspirieren, auf die eine oder andere Weise sich wieder im lebendigen Leben auf den anderen einzulassen. Vielleicht wäre die Schule dafür ein sehr geeigneter Ort. Es sind ja in der Schule ganz viele Möglichkeiten, wo man miteinander reden kann und wo man auch gemeinsam was machen kann. Man geht ja nicht nur in die Schule, damit man sich diesen Unterrichtsstoff da aneignet, sondern das ist ja die, nennen wir es mal, soziale Spielwiese, wo man lernt, wie man miteinander umgeht. Und das ist natürlich traurig, wenn in der Schule die ganzen Schülerinnen und Schüler rumlaufen und nur auf ihren digitalen Geräten herumtippen.
da können sie nichts miteinander anfangen. Und es gibt ja die ersten Länder, die dann einfach sagen, okay, oder auch die ersten Schulen, die sagen, hier bei uns nicht mehr. Ne? Das Ding lasst ihr draußen. Und siehe da, die beobachten dann zu ihrer großen Überraschung die Lehrer, dass die Schüler wieder miteinander reden. Und dann sind die sogar am Ende froh, dass man ihnen die Chance gegeben hat, das ist ja auch eine Art von Einladung, Ermutigung und Inspirieren, dass man ihnen die Chance gegeben hat, mal wieder miteinander ins Gespräch zu kommen. Was können die Schulen auch zum Thema Lesen machen? Wie können sie das irgendwie so gestalten, dass das einfach auch mehr Spaß macht? Weil die meisten sagen ja, schon wieder so ein Reklamheft, müssen wir lesen bis dann und dann. Das hört man ja immer wieder. Ja, es darf das Lesen oder überhaupt irgendetwas, was in der Schule gelehrt wird, darf ja nicht benutzt werden, um die Kinder und Jugendlichen in gute und schlechte einzuteilen. Also Lesen ist toll, aber Bewertung ist Mist. Das heißt, wenn die Bewertung weg wäre, dann könnte man die Kinder einladen, Freude an dem zu haben, was da gelesen wird. Und dann kann man ja auch Stoffe aussuchen, wo man merkt, da beißen die an. Jedes Kind hat irgendwelche Themen und das sieht man ja auch immer wieder, dass die dann plötzlich auf ein Buch treffen und dann merkt man, das ist genau das Thema, mit dem sich dieses Mädchen oder dieser Junge in diesem Alter auch herumschlägt. Und jetzt hängt das an dem Buch und liest sogar nachts noch weiter, weil es da drin irgendetwas erfährt, wonach es die ganze Zeit gesucht hat. Und das ist natürlich großartig, aber das kann man eben nicht so richtig unterrichten. Und dann sollen alle das gleiche Buch lesen. Genau, dann der Lehrplan alle, gibt das irgendwie vor. Und alle dieselben Interpretation oder irgendwie ihre Interpretation machen und dann wird das auch noch bewertet. Das kann man sich eigentlich sparen. Damit verdirbt man so dem Letzten, der da noch gerne liest, auch noch die Freude am Lesen. Lieber Gerald, wir steuern ja nun alle auf ein digitaleres, noch digitaleres Zeitalter zu. Viele von uns merken, dass uns das auch sehr stresst. Was kann uns helfen in dieser Wandelzeit, dass wir uns trotzdem gut fühlen? Das ist ganz schwer. Das ist wirklich eine schwierige Übergangszeit, in der wir stecken. Ich bin fest davon überzeugt, dass diese, nennen wir es mal, Verwicklungen und Verirrungen, in die wir jetzt im Augenblick auch mithilfe der modernen digitalen Technologien geraten, dass wir das auch selbst wieder auflösen. Wenn es also alles zu blöd wird, kommt selbst der Mensch manchmal auf die Idee, dass er sich verirrt hat und dann findet man wieder zurück. Wenn wir das nochmal auf das Lesen beziehen und auf die Einführung unserer Kinder in diese Freude, die man beim Lesen empfinden kann, dann könnte es sein, dass wir mehr tun könnten, um diese digitalen Nutzungen zurückzudrängen, indem wir den Kindern und Jugendlichen mehr Chancen geben, durch eigenes Tun sich am konkreten Leben zu beteiligen. Das heißt mit anderen Worten, sich um irgendwas zu kümmern. Und da gibt es wunderbare Beispiele, wo Kinder und Jugendliche in beispielsweise Altenheime oder in Krankenhäuser oder irgendwo hingehen, wo die Menschen einfach nicht mehr richtig gut lesen können, weil sie schon zu alt sind oder zu krank sind. Und dann lesen die denen was vor. Ja. Das muss man mal erlebt haben, wenn die jungen Leute denen dann was vorgelesen haben und erleben, wie dankbar diese Menschen dafür sind. Und dann kommt sich so ein Junge oder so ein Mädchen auf einmal unglaublich wichtig vor, weil er einem anderen Menschen etwas geschenkt hat. Und dieses Gefühl, was da entsteht, das gibt's nirgendwo in der digitalen Welt. Und deshalb glaube ich, dass wir durchaus viele Möglichkeiten hätten, Kindern Erfahrungsräume anzubieten, in denen sie diese Erfahrung machen, dass sie wichtig sind, dass sie bedeutsam sind, ja, dass sie andere Menschen auch glücklich machen können. Und wenn wir das häufiger täten, könnte es sein, dass junge Menschen besser erkennen, dass das Leben in einer virtuellen Welt ein furchtbar trübseliges Leben ist und dass das lebendige Leben mit all seinen Problemen und seinen Freuden und mit seiner Tiefsinnigkeit und allem, was da von vorne nach hinten drin steckt und auch mit dem Glück, was man da drin erleben kann, durch keine digitale Maschine ersetzbar ist. Hast du ein Lieblingskinderbuch, was du vielleicht selber gerne vorgelesen hast oder was du gut findest? Ja klar, das ist nicht Bibi Langstrumpf, sondern das sind die Geschichten von Michel in Lönneberger. Und ich habe noch sozusagen als ganz wunderbares Bild vor Augen, wie ich mit unseren Kindern, wir uns halb tot gelacht haben, wie der Michel aus Lönneberger seinen Kopf in die Suppenschüssel gesteckt hat und dann ist er wie ein Helm oben auf dem Kopf hängen geblieben und der Papa musste dann am Ende den
Topf zertrümmern, weil Michel seine Birne da nicht wieder rausgekriegt hat. Wundervoll, stimmt. Ein großartiges Buch, ja. Ja, Astrid Lindgren war sowieso unglaublich toll. Mhm. Ja, das war eine Erzählerin, die die Kinder geliebt hat. Ja. Da spürt man es richtig. Die hat die Kinder gemocht, die hat keine Bücher geschrieben, um Geld zu verdienen. Und das macht dann den großen Unterschied. Was wünschst du dir für die Weihnachtszeit, Gerald? Ich bin ja nun schon in einem Alter, wo man am liebsten erleben möchte, wie die, nicht nur die Kinder, sondern inzwischen auch die Enkelkinder, diese leuchtenden Augen bekommen, wenn sie dann in das Zimmer geführt werden, wo dieser Tannenbaum mit seinen Kerzen angezündet ist. Und dieses Leuchten in den Augen, das Leuchten in den Kinderaugen, das ist das, was ich so wunderschön finde. Und das verbindet sich für mich sehr mit Weihnachten und dem Heiligen Abend. Lieber Gerald, ich wünsche dir von Herzen wunderschöne Weihnachten, kann man ja jetzt schon auch mal sagen. Und vielen Dank für dein berührendes, inspirierendes Interview zum Vorlesetag. Gerne, liebe Annette, und einen herzlichen Gruß und eine schöne Vorweihnachtszeit für alle, die uns jetzt hier zugehört haben. Macht's gut. Dankeschön.